Die sehr beliebte legale Alternative von LSD, 1-CP-LSD, soll 2021 verboten werden und die Droge Alat, die fast nirgends mehr erhältlich war, wird ein Comeback feiern. Darum geht es im heutigen Bewegtbild-Upload. Ich habe auf diesem Kabal schon einige Videos zur Droge ALLAD aka Aladin gemacht. Es ist eine LSD-ähnliche Droge, die meiner Erfahrung nach sogar einige Wirkungen hat, die besser sind als die von LSD. Dass LSD jeder kennt und Alat keiner, ist aus meiner Sicht nicht dem geschuldet, dass LSD irgendwie besser ist, sondern einfach nur dem, dass LSD als erstes entdeckt wurde. Alat hat beispielsweise eine schöne Wärme, die es bei LSD nicht gibt. Dazu muss man aber auch erwähnen, dass sich auf Alat der Körper deutlich elektrisierter anfühlt als auf LSD, was viele als unangenehm empfinden. Einige empfinden den Alat-Rausch wirklich als sehr grauenhaft, also nehmt das nicht nur, weil ich die Erfahrung als positiv wahrnahm. 2 Jahre nach meinen Alat-Videos wurde Alat illegalisiert, indem man es in das NPSG-Gesetz packte. Das Interessante ist aber, dass es bereits vor dem Verbot sehr schwer war, Alat aufzutreiben. Auch in europäischen Ländern, in denen die Substanz bis heute legal ist, war es fast unmöglich, an das Zeug zu kommen. Sogar im Darknet war es schwer. Woher kam diese stark eingeschränkte Verfügbarkeit? Die Antwort ist im Grunde relativ simpel. Alle Händler, die solche RC-Substanzen verkaufen, bekommen ihre Ware im Grunde von einem Großhändler und dieser hat einfach irgendwann aufgehört, Alat produzieren zu lassen. Dieser Großhändler listet aber seit kurzer Zeit Alat wieder im Sortiment, was bedeutet, dass die Droge nach und nach wieder eine größere Verfügbarkeit haben wird. Bei der Patreon-Version zu dem Video gehe ich ein wenig mehr auf diesen Großhändler ein. Hier auf YouTube kann ich das leider nicht machen. Aus offensichtlichen Gründen. In Deutschland profitieren Leute, die an Alat interessiert sind, natürlich ein bisschen weniger davon, weil die Droge natürlich nach wie vor in Deutschland verboten ist, aber jener Großhändler hat auch angefangen, die Substanz 1-CP Alat in den Umlauf zu bringen, welche in Deutschland nicht verboten ist und eine Prodrug zu Alat sein könnte, also eine Droge, die im Körper zu Alat umgewandelt wird. Besonders da diese Substanz so neu ist, rate ich natürlich davon ab, das 1-CP-Alat zu probieren. Die Chemie-Experten unter euch können ja mal in die Kommentare schreiben, wie sicher man sich anhand der Formel sein kann, dass es eine Prodrug ist. Kommen wir von Alat-Prodrugs zu LSD-Prodrugs. Damals, als 2019 Alat verboten worden ist, wurde auch 1-P-LSD verboten, eine nachgewiesene Prodrug von LSD. Daraufhin kam 1-CP-LSD auf den Markt. Markt. Was bis jetzt legal ist und auch eine Prodrug von LSD sein soll. Diese Substanz soll allerdings 2021 ebenfalls verboten werden. Am 7. Dezember 2020 hat der Sachverständigenausschuss darüber beraten, welche Substanz man verbieten sollte. Der Tagesordnungspunkt 733 weist darauf hin, dass hier über das 1-CP-LSD bestimmt wird. Offiziell wird das Ergebnis dieser Sitzung circa am 10.01.2021 bekannt gegeben, aber für Leute, die die Entwicklung des NPSG-Gesetzes über die letzten Jahre verfolgt haben, ist klar, wie der Hase hier läuft. Wenn am 10. Januar bekannt gegeben wird, zu welchen Substanzklassen ein Verbot empfohlen wird, wird da auch die Substanzklasse von 1-CP-LSD dabei sein. Dann fängt das Gremium an, den entsprechenden Gesetzestext zu verfassen, welcher dann im März erscheint und dieser Entwurf soll dann im Juli in Kraft treten durch eine Ergänzung im NPSG. Das NPSG, neue psychoaktive Substanzengesetz, ist ein anderes Gesetz als das BTMG, das Betäubungsmittelgesetz, wo die ganzen klassischen Drogen von Heroin bis Koks verboten werden. Das NPSG ist ein bisschen weniger streng und bestraft hauptsächlich nur Händler und der Besitz als Konsument ist in der Regel straffrei. Irgendwie stelle ich es mir gerade voll witzig vor, wie es wäre, wenn der Anwalt Christian Solmecke diese rechtliche Neuigkeit berichten würde. Im heutigen Video geht es um ein mögliches Verbot von 1-CP-LSD, eine Prodrug von LSD. Als 1-P-LSD verboten wurde, führte das dazu, dass sich Fans dieser Substanz das noch ohne Ende bestellt haben, um es zu bunkern. Ähnliches kann man bei 1-CP-LSD auch erwarten. Dass meine Kritik an den Gesetzen, die ich über die Jahre immer wieder rausgehauen habe, richtig war, wurde jetzt auch offiziell
von Experten bestätigt. Im Oktober 2020 legte das Institut für Therapieforschung dem Gesundheitsausschuss eine vom Gesundheitsministerium beauftragte Evaluation vor, die zu dem Schluss kam, dass das Gesetz nichts bringt und nur dazu führt, dass Konsumenten eher Substanzen vom Schwarzmarkt beziehen. Aber wäre ja was Neues, wenn die Politik auf solche Experteneinschätzungen hören würde, wenn sie nicht in ihre Agenda passt. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Wart ihr Fan von 1-CP-LSD? Werdet ihr bunkern? Denkt ihr, es wird eine neue LSD-Pro-Drug kommen, die nicht unter das Gesetz fällt? Klingt für euch das 1-CP-Alert interessant? Abonniert diesen Kabal und checkt auch die Videos von meinem neuen Kabal Open Mind Trompete und auch meine letzten Videos auf diesem Kabal, weil die hat sich ungefähr kein Mensch angeschaut, obwohl das meine mitunter spannendsten Videos waren, wie ich finde.